Herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir befinden uns hier an dem Riesenschiff, mit dem wir hingekommen sind und was abgestürzt ist. Und ich habe noch nicht herausgefunden, was ich damit machen kann. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder ein bisschen woanders gucken. Denn ich habe keine Ahnung, ob es jetzt noch bringt, noch weiter da drumherum zu fahren oder zu laufen. Und jetzt sollte ich mir erstmal ein paar kleinere Bruchstücke hier außen rum angucken. Da könnte es ja auch was zu holen geben. Wie zum Beispiel dieses eklige Vieh da links. Ist hier noch irgendwas? Ja, die sind ja überall. Ich würde jetzt gerne mal die Gewissheit haben, dass ich die killen kann oder sonst irgendwas. Ich würde auch gerne mal langsam eigentlich meine Basis bauen, aber es funktioniert hier eigentlich auch nicht so richtig. Komme ich hier irgendwo rein? Ja, ja, das Riesenvieh haben wir ja einmal kurz gesehen. Da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Wo kommst du denn jetzt her? Wieso kommen die denn jetzt bei dir hin? Hm. Geht's da rein? Vielleicht kann man da rein. Ich würde gerne da rein. Und ich würde dich gerne killen, du Bastard. Pirscher. Komm her, Pirscher. Ach, jetzt haust du ab, oder was? Ja, hier ist closed. Aber letztes Mal war ja... Ja? Willst du Stress, oder was? Komm, dein Freund hat dich gerade auch schon fertig gemacht. Komm mal her. Alles klar, dann kann man sie wenigstens verscheuchen. Das finde ich schon mal ganz gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel Schiss vor denen haben. Ich gebe denen einfach einen ins Gesicht und dann hauen die ab. Guck mal, vielleicht kann ich hier rein. Gut, dass ich das noch dabei habe. Wo ist es denn? Reparaturwerkzeug. Komm her. Dann machen wir das nämlich einmal hier. Dann gibt es vielleicht richtig geiles Zeug da drin. Aber mach offen das Ding. Was haben wir denn jetzt hier? Ist hier denn jetzt irgendwas Cooles? Was ist das denn? Signalbojenfragment. Aha. Noch irgendwas? Bin ich jetzt ein bisschen mau. Ich habe jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Ein Bild von der Tuse. Auf jeden Fall erstmal ein Kommandostuhl-Scan. Das ist immer wichtig. Kommandostuhl. Kann ich sonst hier irgendwas? Habe ich jetzt aber irgendwie mit mehr gerechnet in so einer coolen Station hier. Geht's hier noch irgendwo hin? Oh, hier geht's hier noch weiter? Ich muss mal gucken, dass ich Sauerstoff behalte. Alter, hier verliert man ja voll die Orientierung, wo oben und unten ist. Da ist noch mehr. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich mehr beeilen. Ist hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Ich muss wieder raus. Ich sehe nichts. Alter. Da wird man verrückt bei dem Zeug hier. Mit oben und unten. Huh. Na gut, wenigstens etwas. Ich habe jetzt zwar noch nicht gecheckt, wofür ich diese Signalbojen gebrauchen könnte. Aber wir haben sie zumindest schon mal. Seegleiterfragment, ja gut. Das Ding haben wir ja. Aber wir können die Rohstoffe mitnehmen. Aber langsam ist unser Inventar auch voll. Können wir noch ein bisschen Wasser trinken? Und dann müssen wir eigentlich auch schon wieder zurück, so langsam. Denn mein Inventar ist viel zu voll. Ich würde schon sagen, du verfolgst mich doch wohl nicht, oder? Was ist das denn? Ist da irgendwas? Ne, du bist bestimmt nichts Böses. Dann fahren wir erstmal wieder zurück mit unserem coolen Gleiter hier. Hm.
Wir müssen nur herausfinden, wie wir den wieder aufladen können. Sonst haben wir nicht lange was von dem. Das mit der Basis, das nervt mich noch, dass ich da im Moment noch nichts bauen kann anscheinend. Da muss ich bestimmt auch noch irgendwas finden. Was habe ich denn jetzt überhaupt vorzubauen? Schubkanone. Aha. Damit kann ich vielleicht einfach Sachen aufsammeln oder irgendwie was. Aber ich habe eh kein Silbererz. Finde ich ja nicht. Das brauchen wir nicht. Leuchtfackel auch nicht. Signal. Navigation erhält und sendet seine Position. Einfach nur um ein bisschen was an Wegpunkten zu machen. Ich würde jetzt mal eine mobile Fahrzeugstation bauen, einfach nur um zu gucken, was man damit machen kann. Dafür brauche ich Titanbar, Schmierstoff und Energiezelle. Gut, Titanbarren können wir auf jeden Fall schon mal machen, dafür haben wir genug Titan. Ich glaube, Metallschrott hatten wir auch, genau. Dann kann ich da direkt ein neues Titan machen. Hm, was war das noch? Schmierstoff haben wir noch da. Und Energiezelle. Energiezelle, Batterie habe ich, Silikongummi habe ich doch auch. Das habe ich doch hier. So, zweimal Silikongummi und einmal Schmierstoff. Sollte doch schon reichen. Energiezelle muss ich erst noch machen, stimmt. Energiezelle, hau mal raus. So. Und einmal diese Fahrzeugstation. Muss ich wahrscheinlich draußen irgendwo platzieren oder so? Keine Ahnung. So. Stellt Fahrzeuge aus Rohmaterialien her. Aber ich denke mal, die werde ich jetzt irgendwie draußen platzieren oder so. Deswegen gehen wir auch mal raus. Ist das leider noch Nacht? Ne, falsches Ding. Kann nur im Wasser aus. Ah, okay. Ja, Fahrzeugstation aussetzen. Aha. Benutzen. Seemotte und Zyklop. Ah, sind die Bestandteile noch komplett? Na gut, dann bringt mir das Ding jetzt ja auch noch nichts. Dann müsste ich dafür erst noch ein bisschen erforschen. Na gut, die können wir, denke ich, mal hier stehen lassen. Ich hoffe, die schwimmt jetzt nicht weg. Wäre jetzt zumindest meine Hoffnung, dass die nicht wegschwimmt. Andere Frage ist, was mache ich denn dann jetzt? Guck mal, die sind auch jetzt noch nicht verdorben anscheinend, ne? Das heißt, ich kann die doch eigentlich dann... Dann müsste ich die doch eigentlich herstellen können und daraus... neue Nahrung machen, dann kann ich das nämlich schnell essen. Ja. So, dann haben wir das nämlich auch schon wieder aufgefüllt. Medikit haben wir noch zwei, die reichen auch erstmal aus. Und dann lagere ich noch ein bisschen was ein. Batterie kommt auch mal hier rein. Silikongummi, immer noch Titan. Morgen kann ich erstmal noch behalten. Hier habe ich jetzt noch Quarz und so Zeug. Hatte ich noch Platz in einer anderen Truhe da oben? Ich weiß aber noch nicht, was mir das Symbol oben rechts sagen soll. Hier fehlt eine Truhe. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, die Truhen hier drauf zu werfen. Muss mal wichtige Sachen in die Truhe reintun. Truhen? Da ist eine Truhe. Wow. Was habe ich jetzt da reingetan? Du hast so ein Kackgeräusch. Wo fahren wir denn jetzt hin? Es ist ja nichts zu sehen. Ich würde jetzt mal, glaube ich, vom Schiff wegfahren. Denn beim Schiff fahre ich ja jetzt. Dann würde ich jetzt mal einfach in die Gegenrichtung fahren. Zu gucken, ob man da irgendwas Cooles findet.
kann ich ausmachen. Ich kann hier Licht an- und ausmachen, okay. Ja, du interessierst mich jetzt gerade nicht. Hier ist auf jeden Fall ein tiefer Graben mit diesen komischen, schnellen Viechern. Und hier können wir vielleicht erstmal irgendwas... Ist hier noch irgendwas zum Scannen oder sowas? Hier nicht, hier nicht. Dort ein Seegleiterfragment. Interessiert uns zwar nicht, aber wir können mal die Ressourcen mitnehmen. Und dann haben wir das weg. Na komm. Mehr ist hier jetzt aber auch nicht, ne? Labortisch. Na, vielleicht braucht man es ja für irgendwas. Nehmen wir mal mit, kann nicht schaden. Da ist ein dickes Vieh. Ja, versuch's doch. Mist, er schafft's vielleicht auch. Aua. Mann, ey. Das habe ich echt noch nicht raus, wie ich gegen die ankomme. Die sind bis jetzt schlimmer als alles andere, was ich hier gefunden habe. So, einmal Luft holen. Mann, diese kleinen, schnellen Viecher, die gefallen mir auf jeden Fall auch überhaupt nicht. Ich will jetzt auch mal ein bisschen weiterkommen. Ja, da ist wieder so ein Vieh. Hier ist aber auch gar keine Lust drauf. Na, da ist wieder so ein Riesending. Aber die bringen uns ja auch nicht weiter. Was ist das denn da? Das ist ja zumindest irgendwas. Hier können wir doch mal gucken. Vielleicht können wir hier wieder rein. Achso. Ja, da muss ich mal schnell meinen anderen Helm anlegen. Damit sollte das jetzt kein Problem mehr sein. Kann ich hier rein? Nein. Irgendwo kann ich hier bestimmt rein. Ist nichts drin. Da. Aua. Ein Höhleneingang. Ja, aber ich muss echt jetzt herausfinden, wo das sein soll. Ich muss erstmal Luft holen. Das ist schon echt tief unten, also mit so einem... Zum U-Boot wäre das schon deutlich einfacher. Dich kenne ich doch auch noch nicht. Du bist eine kleinere Version von dem Riesending. Das könnte der Höhleneingang sein. Aber ich will jetzt erstmal das Ding hier ein bisschen entdecken. Hier ist ja zumindest die Tür. Aufschneiden zum Betreten. Hm. Brauche ich irgendwas, einen Schweißbrenner oder was? Anscheinend, ne? Ich habe ja sonst nichts zum Aufschneiden, außer meinem Messerchen. Und damit komme ich wahrscheinlich nicht dadurch. Was hast du denn hier? Kreaturenei. Hm. Dann gehen wir mal hier reingucken, ob das jetzt die Höhle sein soll. Hier geht's zumindest runter. Alter Finne, was ist das denn? Scheint mit Seeschlangen. Ich glaube, das ist für ein andermal gedacht. Ich habe eh nicht genug Sauerstoff, um so lange da unten zu bleiben. Ich brauche jetzt schon Ewigkeiten, um hochzukommen. Heißt, wir lassen das Ganze erstmal. Und gehen jetzt mal hier weiter entdecken. Aber hier wäre ja auch Basenbau oder sowas möglich. Ich frage mich, ob die dicken Viecher, wenn die durch meine Basis schwimmen, ob die einfach mal alles zerstören oder sowas. Könnte ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen.
dass die einfach durchschwimmen. Fände ich zwar kacke, aber ich kann es mir vorstellen. Nur Kupfererz, na gut. So, da ist wieder ein komisches Vieh. Atmosphärisch ist das hier auf jeden Fall, wenn man hier erstmal drum rumschwimmt. Trotzdem, was muss ich tun, um eine Basis bauen zu können? Was muss ich finden? Ich muss doch irgendwo einen Hinweis dafür finden. Was ist das denn hier? Das sieht doch schon wieder ein bisschen größer aus. Hier habe ich doch vielleicht irgendwas Interessantes drin. Kann ich hier rein? Nein. Nicht rein. In diesen großen Kisten war noch nie was drin, beziehungsweise sie waren fast immer zu, meine ich, ne? Komme ich denn hier irgendwo rein? Ich muss jetzt erstmal nach oben. Komm ich hier raus, bitte? Ja, okay. Einmal nach oben. Ich brauche frische Luft. Ah. Komm ich rausgesprungen. Hier muss doch irgendwas Cooles drin sein in dem Ding. Kannst mir doch nicht erzählen. Da ist ein Eichhörn. Aber da kann ich auch nicht rein. Guck mal, hier geht's auch rein. Okay. Schubkanonenfragment. Ja gut, das haben wir ja schon. Schubkanone. Ist die Frage, was mir das Ding bringt. Ob mir das gefährlich werden könnte? Wahrscheinlich. Was ist das denn? Zurückgelassener PDA. Integrating new PDA data. Bank? Ach, Bank. Bank interessiert mich jetzt auch nicht, hier komme ich nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Ich glaube, der Strom könnte mich verletzen. Boah, hier finde ich doch nie wieder raus. Batterieladestation. Ach, das ist doch mal was Schönes. Das hört sich doch erstmal ganz gut an. Komme ich nicht rein? Versorgungskiste. Desinfiziertes Wasser nehmen wir mit. Batterieladerstation. Damit haben wir die auch fertig. Ich muss jetzt aber erstmal wieder raus. Und wo kam ich hier raus? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Da muss ich jetzt aber nochmal rein. Ich will nochmal wissen, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Und wieder runter. Irgendwas habe ich so oder so vergessen. Links weiter, da geht's. Ist das hier irgendwas? Ne, das ist nichts. So, hier geht's auch nicht weiter. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Erstmal Licht. Hier ist nichts drin. Da ist noch was. Nochmal Batterieladestation. Gut, das sind wir jetzt fertig. Aber nehmen wir es trotzdem mal so mit. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Nein, haben wir nicht. Oh,
ich komme hier doch nie wieder raus, wenn ich hier... Ich frage mich, ob ich mit dieser einen Kanone da mich durchschummeln könnte. Das wird doch mit dem Sauerstoff hier alles zu knapp. Datenkonsole, Daten herunterladen. Alles klar. Kann ich die scannen oder sowas? Nein, anscheinend nicht. Krebsfragment. Aha. Scheiße, ich muss jetzt wieder hoch. Sonst bin ich gleich sowas von am Sack. Da bin ich hergekommen. Oh, nein, nicht ausmachen. Boah, dass ich den Weg jetzt so schnell rausgefunden habe. Das hätte ich nicht gedacht. Mann, da ist noch mehr. Ich habe so wenig Sauerstoff. Ich frage mich, ob man nachher noch einen besseren Anzug kriegt, mit dem man dann irgendwie noch deutlich länger unter Wasser bleiben kann. Ich hoffe, ja. Aber für solche großen Raumschiffe ist das eindeutig noch zu wenig. Nee, da war's. Links sind jetzt rein, da links rein. Tut mir auch leid, dass ein bisschen wackelig im Moment ist die Kamera, aber ich versuche hier so schnell wie möglich rein und raus zu kommen, damit ich so viel wie möglich mitnehmen kann. Ich frage mich auch, ob es hier noch einen anderen Weg rein oder raus gibt. Wäre ja von... Was ist das denn da? Ist das eine Knarre? Laserschneider. Ach, damit kann ich mich dann in das andere Ding brennen oder sowas wahrscheinlich. Ich hätte zuerst gedacht, das wäre vielleicht eine Harpune oder sowas. Finde ich ja auch nicht schlecht. Ist das auch... Das ist doch auch so ein Ding. Modifizierungsstation nehmen wir auch mal mit. Krebsfallein nehmen wir auch mit. Ja, ja. Ist hier noch irgendwas? Ach, hier ist einfach viel zu viel. Was war denn das jetzt gerade? Na, Krebsfallein da. Ja, sowas kann ich jetzt gerade keine Rücksicht nehmen. Was ist hier? Geht's hier jetzt noch weiter oder was? Ich muss wieder raus, Leute. Geht's hier raus? Nein, hier geht's nicht raus. Scheiße. Ich muss aber raus. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß nicht, wo ich bin. 30 Sekunden. Ja. Kein Problem, vielleicht. Fuck. Falscher Ort. Oxygen. Oh, schneller. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, Fede. Ne, gehe ich jetzt nochmal da rein? Oder nicht? Langsam wird das echt ein bisschen eng da unten mit rumlaufen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich einen anderen Eingang oder Ausgang finden würde. Ich glaube, da gucke ich jetzt auch mal eben nach, ob ich nicht irgendwo doch noch einen anderen Eingang finde. Aber anscheinend ja nicht so richtig. Hier geht's auch nicht rein. Kannst du mir nicht erzählen, dass da jetzt nur diesen einen Eingang gibt? Oder Riesenkomplex hier. Willst du mich... Verpiss dich. Hier gibt's echt kaum einen Eingang. Das gibt's doch nicht. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Also ich finde zumindest gerade nichts Offensichtliches hier. Sieht nicht gut für mich aus. Dann gehe ich jetzt nochmal hoch und dann gehe ich nochmal hier rein. Mal gucken.
Aber ich muss doch eben was trinken. Ich habe ja zumindest ein bisschen was gefunden. So, dann gehen wir nochmal runter. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo es jetzt hier reingeht. Ich glaube, da bin ich gerade auf der falschen Seite. So. Dann gehen wir nochmal schnell rein. Wo war das? Da. Ups. Nicht ausmachen. So, hier haben wir ja jetzt soweit das meiste durch, glaube ich. Und dann ging es ja hier noch irgendwo weiter. Das ist nix. Jetzt haben wir hier nochmal einen riesigen Raum. Voll mit Zeugs. Bist du irgendwas? Flutlicht, ah. Ja, vielleicht kann man das dafür irgendwas gebrauchen. Oh, man sieht aber auch nichts hier. Da ist noch so ein komischer Stuhl. Was ist das denn? Da ist noch so ein PDA. Ich glaube, jetzt muss ich aber auch wieder raus. Da war der Ausgang. Dann will ich es mich jetzt auch, glaube ich, belassen. Bin ich hier rausgekommen? Jetzt muss ich erstmal wieder den Ausgang finden. Das gibt's doch nicht da. 30 Sekunden. Ich bin dabei. Hey. So. Gefunden. Oh, es war. So, wo ist unsere Bude? Da hinten. Da fahren wir jetzt hin. Da ist genug gesammelt. Also das war auf jeden Fall ein größeres Stück. Da muss es aber noch irgendwas geben, womit man deutlich mehr Sauerstoff hat oder so, weil das ist echt zu wenig, um sowas zu entdecken. Aber trotzdem will ich verdammt nochmal eine Basis bauen. Und das geht ja im Moment noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob ich da noch irgendwas für finde. Vor allem wo. Fahren wir erstmal nach Hause. Schnelle. Die Leuchtfackeln, die leuchten auf jeden Fall unendlich lange anscheinend. So, wir sind zu Hause. Und bevor es weitergeht, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auf unserer nächsten Entdeckungstour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.